Stiftung Warentest Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei den Wunden. Und es werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und ich bin angekommen bei Z wie Zwiebelextrakt. Es handelt sich um eine Wirkstoffkombination. Und die ist rot bewertet, wenig geeignet zur Behandlung von Narben. Ich lese vor. Zwiebelextrakt und Heparin und Allantoin. Ein Gel mit Zwiebelextrakt, Heparin und Allantoin soll verhindern, dass sich bei heilenden Wundverletzungen eine dicke, wulstige Narbe bildet. Die Bewertung rot. Wenig geeignet zur Behandlung von Narben, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Nicht sinnvolle Kombination. Der erläuternde Text. Es ist auch nicht ausreichend nachgewiesen, dass die spezielle Zusammensetzung des Gels dafür erforderlich ist. Wichtig zu wissen, wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Das Kapitel Haut, Haare und der Abschnitt Wunden endet mit einem gelben Kasten. Wann sind Desinfektionsmittel wirklich nötig? Ja.